Die Welt ist heute sicherer als je zuvor. Wir haben Sozialversicherungssysteme, die besser sind als je in der Vergangenheit. Wir haben Technologien, die uns unterwegs, zu Hause schützen. Die Menschen haben einen so hohen Wohlstand, dass sie sicherer leben und älter werden, als das je in der Geschichte zuvor der Fall war. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen nimmt auch die Angst zu. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark von Ängsten geprägt ist, unter anderem möglicherweise definiert durch den Verlust von all diesen Sicherheiten, zum anderen aber auch, weil es tatsächlich schwieriger geworden ist zu beurteilen, welche Gefahren real sind und welche fiktiv sind. Denn nicht alle der Gefahren, über die wir tagtäglich in den Medien, im Internet, mit unseren Freunden uns austauschen darüber, sind tatsächlich real. 2001 bei den Anschlägen durch Anthrax war letztendlich nie eine wirklich große Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden. Es war vor allem primär eine Gefahr, die in den Medien verbreitet wurde, die natürlich auch auf ganz alte Ängste zurückgegriffen hat. Und es gibt sehr viele Beispiele, wo auch die Verbreitung von potenziellen Gefahren in Medien untersucht wurde, wo gezeigt wurde, dass eben halt die Korrelation, also der Zusammenhang zwischen einem medialen Ereignis und der tatsächlichen Gefahr sehr oft nicht übereinstimmt. Beispielsweise wurde untersucht, wie viele Menschen das an der Vogelgrippe gestorben sind. Das war ein sehr großes Ereignis in den Medien. Es waren natürlich mehrere hundert Menschen, die daran gestorben sind, aber im Vergleich beispielsweise zu Killerbienenattacken, an denen eben sehr viel mehr Menschen sterben, die überhaupt nicht medial aufgenommen wurden, zeigt dieses Beispiel, dass es eben schwierig ist, reale zwischen weniger realen Gefahren oder fiktiven Gefahren zu unterscheiden. Die Herausforderung, glaube ich, wird es deshalb sein, die Gesellschaft von den Ängsten zu befreien, über die realen Ängste aufzuklären. Das erfordert natürlich die Politik, das erfordert Unternehmen, das erfordert Schulen und auch die Eltern. Und letztendlich den Fokus aber sehr viel stärker auf die Chancen als auf die Risiken der Gesellschaft zu lenken. Denn eine Gesellschaft, die primär Angst hat, die kann sich nicht mehr weiterentwickeln, die bleibt letztendlich da stehen. Und deshalb ist die Angst vor der Angst wahrscheinlich die größte Gefahr, vor der wir dann auch stehen.